Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Tipps und Tricks Video. Heute speziell an die Anfänger unter euch gerichtet. Ihr wollt euch in Apex Legends weiterentwickeln. Fehler vermeiden, die ihr vielleicht macht, die euch gar nicht bewusst sind. Ich habe 15 Tipps in ca. 15 Minuten für euch zusammengestellt, die euch das Leben in Apex Legends auf jeden Fall ein Stück weit erleichtern sollten. Der ein oder andere Tipp wird natürlich schon bekannt sein, keine Frage. Was kommt in dem Video auf euch zu, damit ihr wisst, um was es geht? Ich habe ein paar Movement-Tipps auf der Zipline, die es dem Gegner extrem schwer macht, euch zu treffen. Random-Tipps, wenn ihr ausschließlich mit Randoms unterwegs seid, was gilt es da zu beachten, damit die Runde nicht schon vorbei ist, bevor sie überhaupt angefangen hat? Und natürlich ein paar allgemeine Tipps, wie zum Beispiel schnelleres Nachladen. Den Tipp beherzigen heute viele noch nicht. Natürlich noch allgemeine Tipps zum Thema Movement, Zeitmanagement und auch Inventarmanagement. Was kann man da für Fehler machen? Das soll es soweit zum Inhalt gewesen sein. Lasst dem Video jetzt schon mal einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr neu seid. Wenn ihr rund um Apex Legends nichts verpassen wollt, wie zum Beispiel Tipps und Tricks Videos, Informationsvideos rund um Apex Legends und natürlich Livestreams. Das war es jetzt von mir. Viel Spaß bei dem Video. Haut rein. Ihr wollt schneller nachladen und wundert euch, warum das manchmal länger dauert und habt den Fehler nicht gefunden. Ganz einfach, schießt die Waffe oder schießt das Magazin einer Waffe nicht komplett leer, sondern lasst immer ein paar Restkugeln in dem Magazin. Ich zeige euch einfach mal den Unterschied. Jetzt ist sie leer geschossen und diese Animation, wo der oben nochmal nachlädt, ist diese Zusatzanimation, die nicht kommt, wenn ihr das Magazin nicht komplett leer schießt. Ihr seht den Unterschied, extrem effektiv. Ihr wollt mit dem Jump Pad von Octane deutlich höher und weiter springen, mit einem simplen Trick kein Problem oder auch das Gegenteil. Ihr springt in die Luft und seht in der Luft, ihr würdet genau dahin springen, wo eine Masse von Gegnern ist und wollt den Sprung verkürzen, auch kein Problem, auch wenn das wahrscheinlich die meisten wissen. Ich zeige euch erstmal die normale Entfernung, wie weit wir fliegen, wenn wir ohne irgendeinen Trick landen. Wir landen ungefähr hier vor diesem Stein und mit dem ganz simplen Trick, wenn ihr auf dem Jump Pad drauf seid, sobald ihr das berührt, die Sprungtaste zusätzlich drücken, fliegen wir deutlich höher und weiter. Wir landen direkt beim Dummy. Das sind einige Meter Unterschied. Ich ping das jetzt hier wieder an, um euch zu zeigen, ganz kurz, wie man den Sprung ganz simpel verkürzt, indem wir mitten im Flug einfach den Analogstick nach hinten ziehen, als würden wir rückwärts laufen wollen. Und schon haben wir diese Distanz deutlich verkürzt und springen nicht versehentlich in irgendeine Menschenmasse. Weil wir gerade beim Thema Octane sind, hat sich schon mal jemand die Frage gestellt, ob ich mich in den Selbstmord spritzen kann mit seiner taktischen Fähigkeit der Steam-Injektion. Ich verliere ja 10% meiner Energie und ihr seht, ich habe jetzt die Spritze mehrmals aktiviert, habe so gut wie keine Energie mehr. So, jetzt sind die 2 Sekunden wieder um, ich habe wieder genug Heilung, ich komme nicht unter 1 HP. Wer sich das gefragt hat, das einfach der Vollständigkeit halber. Ihr habt euch schon immer gefragt, falls ihr gerade mal keine Lust hattet, die Sekunden zu zählen, wie lange hält eigentlich mein Wraith-Portal noch, um vielleicht einen Teammate aus einer brenzlichen Situation nochmal schnell rauszuholen, ohne Angst zu haben, dass das Portal schnell verschwindet oder um Gegner zu pushen. Ganz einfach, ihr schaut unten auf eure Ladeanzeige von eurem Portal. Wenn die bei 39% steht, schließt sich das Portal. Natürlich unter der Voraussetzung, dass ihr, nachdem ihr das Portal gestellt habt, nicht noch einen ultimativen Beschleuniger benutzt habt. Und noch eine kleine Information nebenbei, ihr könnt mit einem Portal sogar eine Tür blockieren. Ein Trick, den die meisten kennen, ihr habt ein leeres Körperschild, vor euch ein gedownter Gegner, finisht den Gegner mit der Animation, für die ihr, glaube ich, auch 1-2 Sekunden Zeit habt, die abzubrechen, falls noch ein Gegner kommt. Ansonsten zieht ihr durch, habt ihr wieder ein vollgeheiltes Schild, egal welches Schild ihr tragt, der Vollständigkeit halber, auch wenn die meisten von euch diesen Trick schon kennen. Zeitmanagement ist ein Riesenfaktor in Apex Legends. Ihr seid in der Situation, der Gegner pusht euch von mir aus. Ihr habt kaum noch Energie, konntet noch nicht nachladen, weil der Gegner einfach zu heftig ist. Ihr slidet jetzt hier runter, verschwendet keine Zeit, ladet währenddessen nach. Ihr könnt während des Slidens, Moment, jetzt habe ich es nicht ausgerüstet. Ihr könnt während des Slidens, könnt ihr euch heilen. Ihr könnt auch auf einer Zipline könnt ihr nachladen. Nur heilen kann man eben auf einer Zipline nicht, was sehr, sehr schade ist. Was soll Sinn der Sache sein, wenn ihr gerade hier unten angekommen seid beim Sliden, habt euch währenddessen geheilt, wenigstens ein Stück, so könnt ihr, falls der Gegner euch pusht, gleich einen Gegenangriff starten, ohne dass ihr zu viel Zeit mit dem Heilen oder Nachladen verschwendet habt. Auch auf einem Jump Pad in der Luft
könnt ihr euch sofort heilen. Verschwendet vielleicht so nicht 1-2 Sekunden, müsst euch vielleicht irgendwo verstecken, braucht so 2-3-4 Sekunden mit heilen, nachladen, bis dann der Gegner vielleicht euch schon gepusht hat. So könnt ihr in Situationen im Flug oder im Slide, wo ihr sowieso nicht viel machen könnt, die Zeit sinnvoll nutzen und dem Gegner schneller einen Gegenangriff reinhauen. Du spielst die Mastiff sehr, sehr gerne und wunderst dich, warum du oft viel zu wenig Schaden machst. Gerade als Anfänger gehe ich normalerweise davon aus, dass man anvisiert, aber solltest du die Waffe fast ausschließlich im Nahkampf aus der Hüfte schießen, du machst deutlich weniger Schaden, wenn du aus der Hüfte schießt. Also anvisieren, drauf schießen, so machst du deutlich mehr Schaden. Jetzt ein symbolischer Tipp, den ich auf der Firing Range leider nicht ganz so gut vormachen kann. Pingt Sachen entgegen, die ihr braucht, die ein Teammate angepingt habt. So bleibt es immer, und wie gesagt, das verschwindet gleich, weil ich auf der Firing Range es selber anpinge. So seht ihr immer die Entfernung, das seht ihr jetzt rechts bei dieser Schildzelle, steht die Entfernung, dann seht ihr schon, oh, es ist einfach viel zu weit weg, ich laufe jetzt einfach nicht zurück, wenn ihr gerade die Entfernung nicht abschätzen könnt. Oder, jetzt ist es eben verschwunden, wenn ihr das aber entgegenpingt, bleibt dieses Symbol so lange, bis ihr es aufgehoben habt. So verliert ihr nicht die Orientierung zum Item und findet es auch immer und müsst euren Teammate nach, was weiß ich, 30 Sekunden nicht fragen, wo lag das nochmal? Also immer ans Gegenpingen denken. Jetzt noch ein ganz wichtiger Tipp, kein Trick. Für den brauche ich einfach ein paar Sekündchen länger, und zwar geht es um das Inventarmanagement, was ich selber sehr häufig nicht beachte, weil ich einfach zu wild loslute und eigentlich manchmal gar nicht merke, was ich da aufgehoben habe. Also ihr wisst, was ich meine, ja, haut durch die Gegend, hebt ein Ding nach dem anderen auf, checkt's einfach nicht. Nehmt euch einfach mal die Zeit, wenn gerade kein Gegner in der Nähe ist, geht mal in euer Inventar und schaut einfach mal, was habe ich da überhaupt aufgehoben. Schleppe ich hier gerade Sachen mit, die ich überhaupt gar nicht brauche, die nur sinnlos Platz verschwenden, weil ich für den Endfight einfach Granaten und Heilung brauche? Dann nehmt euch die Zeit, von mir aus auch mit euren Teammates zusammen. Tauscht euch aus. Schmeißt das weg, was ihr nicht braucht. Oder fragt bei euren Mates nach. Oder ihr habt vielleicht 20 Schildzellen, 20 Spritzen übertrieben. Tauscht euch mit euren Mates aus, teilt das vernünftig auf, damit ihr alle für den Endfight gewappnet seid. Jetzt auch noch ein ganz wichtiger Tipp für die jeweiligen Waffen. Ich habe eine Einzelschusswaffe und eine automatische Waffe, die sehr hungrig nach Munition geiert. Ganz simpel, wir sind uns, denke ich, alle einig, dass ein Stack schwere Munition, maximal 2, sprich 120 Schuss für eine Wingman oder allgemein für eine Einzelschusswaffe normalerweise ausreichen sollten. Es sei denn, ihr seid ausschließlich mit der Wingman unterwegs, dann kann man mehr mit sich führen. Solltet ihr aber 200, 300 Schuss schwere mit haben in dieser Situation, ist das unnötig, schmeißt es weg, dann habt ihr mehr Platz für Granaten und Heilung. Jetzt für den Fall, ihr habt eine 99. 60 Schuss sind wir uns natürlich einig, reichen hier natürlich nicht. 300 Schuss sind vielleicht ein bisschen übertrieben, auch hier, es sei denn, ihr seid nur mit der 99 unterwegs. Dann sind 300 Schuss vielleicht okay, aber ich denke 200, 240 Schuss sollten eigentlich reichen. Seid ihr jetzt aber in der Situation und habt einfach keinen Bock mehr auf die 99, ihr wechselt auf die Scout, dann sind wir wieder in der Situation, dass wir eine Einzelschusswaffe haben. Dann brauchen wir einfach keine 300 Schuss, dann schmeißen wir vielleicht 120 Schuss weg. 180 Schuss realistisch, weil die Feuerrate einfach deutlich höher ist. Und auch hier ist es, denke ich, einfacher, den Gegner zu treffen als bei einer Wingman. Ich gehe davon aus, dass wir mit der Scout mehr Munition verbrauchen würden, einfach symbolisch, als mit der Wingman. Also hier, checkt euer Inventar, schmeißt weg, was ihr nicht braucht, findet euch zusammen, tauscht euch aus, damit ihr alle für den Endfight vernünftig gerüstet seid, und dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ein wichtiger Tipp, für den man einfach mal ein paar Sekündchen mehr braucht, hier für dieses Video wahrscheinlich der längste Tipp. Ihr wollt nicht, dass Loba euch Push mit ihrem Teleport direkt in eurem unmittelbaren Umkreis. Habt ihr Watson dabei? Ihr Mast kann diesen Teleport abbrechen wie eine Granate, und so kann sich Loba nicht direkt in ein Haus oder so pushen, wo ihr den Mast aufgestellt habt. Zwei wichtige Tipps, wenn ihr mit Randoms unterwegs seid. Ihr wollt vielleicht den Teamleader spielen, ihr wollt sagen, wo es lang geht, ihr pingt in eine Richtung, eure Teammates folgen euch nicht. Seid der Klügere, gebt nach, dreht euch um und folgt euren Mates. Im Endeffekt seid ihr es, die eure KD oder eure Siegesquote versauen. Seid der Klügere, haltet euch an eure Teammates. Selbst wenn sich die anderen beiden auch noch in verschiedene Richtungen splitten, dann sucht euch einen von beiden aus und bleibt wenigstens bei dem. So ist die Wahrscheinlichkeit zu überleben einfach viel höher. Zweiter Tipp mit Randoms, den man auch benutzen sollte, wenn man mit seinen Mates, mit seinen Stammmates spielt. Ihr seid in einer Situation, du bist jetzt der einzige Überlebende.
oder zwei von euch leben noch, ist völlig egal. Irgendwo in der Nähe ist euer gedownter Teammate, den ihr noch hochheben könnt. Und ihr habt gerade einen Squad getötet, vor euch sind ein paar Deathboxen, ihr seid selber komplett runtergeschossen. Seid so klug, heilt euch vorher möglichst komplett oder wenn keine Zeit ist, wenigstens das Körperschild wieder hoch. Oder in dem Fall könnte es ein Rage Quit eurer Random Mates provozieren. Das ist leider zum Volkssport geworden. Ihr geht lieber erstmal an eine Deathbox eines Gegners und holt euch lieber das volle Körperschild. Das erweckt sicherlich beim Random den Eindruck, dass ihr erstmal looten wollt, die geilste Waffe rausziehen, das geilste Item überhaupt, vielleicht ein goldenes Körperschild. Der Random denkt dann, ihr wollt lieber erstmal looten, anstatt eurem Teammate zu helfen. Es ist aber besser, euch selber wenigstens erstmal in eine bessere gesundheitliche Situation zu bringen, als fast selber komplett runtergeschossen, eurem Teammate zu helfen. Irgendwo wartet vielleicht ein lachendes Squad von der Ferne, hat euren Gunfight beobachtet und sniped euch von der Ferne weg. Und so ist euer gesamtes Squad down. So heilt ihr euch erstmal hoch und helft dann. Riskiert lieber den Rage Quit, als dass ihr alle drauf geht. Das ist alle Male besser als andersrum. Das dazu. Jetzt kommen wir zu drei Tipps für die Zipline. Die ersten beiden sind relativ simpel, aber sehr, sehr effektiv. Der dritte bedarf eine Menge Übung. Auch situationsbedingt wird das selten vorkommen, dass man das mal braucht. Wenn man es kann, trotzdem nicht verkehrt. Tipp Nummer 1 für die Zipline. Wenn ihr seht, ihr zippt hier irgendwo hin, wo Gegner sind, einfach rumdrehen, einmal kurz abspringen und dann sofort wieder festhalten und ihr zippt sofort wieder in die andere Richtung. Und das könnt ihr beliebig oft machen. Ich hatte es letztens in einer Situation, vor mir kam auf einmal ein Airstrike von Bangalore runter und ich wäre direkt in den Airstrike gesippt, habe mich einfach umgedreht, kurz abspringen, wieder die Viereck-Taste für die PlayStation zum Beispiel kurz drücken und ihr zippt wieder in die andere Richtung. Jetzt zu meinem absoluten Spezialtrick, der mich oft verzweifeln lässt, wenn es die Gegner anwenden. Und zwar ist es ein sehr einfaches, einem Gegner es schwer zu machen, euch auf einer Zipline zu treffen. Unmöglich ist es natürlich nicht, aber wirklich extrem schwer. Ihr steht an der Zipline und ihr müsst jetzt die ganze Zeit hier für die PlayStation, falls ihr auf der Xbox oder PC, die Taste, bei der ihr euch an der Zipline festhaltet und dann darüber heizt, diese Taste haltet ihr jetzt gedrückt. Zippt jetzt darüber und spammt die ganze Zeit auf der Sprungtaste rum. Ihr könnt euch von mir aus auch nach links und rechts so ein bisschen hin und her bewegen. Da variiert ihr die ganze Geschichte noch ein bisschen. Und das ist so extrem schwierig, getroffen zu werden. Ich kenne einen Trick, ich weiß aber nicht, wie er funktioniert. Er soll auch nur mit extrem viel Übung umsetzbar sein. Dieser Trick soll auch an einer Vertikal-Zipline möglich sein. Ich kann euch aber nicht erklären, wie es geht. Ihr kennt, ich glaube, das ist ein Pro-Gamer von dem Clan NRG. Acer oder wie der heißt. Ich weiß nicht, wie man den ausspricht. Bei dem habe ich diesen Tipp gesehen und er selber sagt, dass dieser Trick nur extrem schwierig umzusetzen ist und extrem viel Übung bedarf, um das überhaupt zu beherrschen. Jetzt zu einem Trick, der eine Menge Übung bedarf, weil dieser Trick echt schwierig umzusetzen ist. Der funktioniert nur mit viel Übung. Es ist ein Vertikal-Zipline-Trick, von mir aus auch ein Jump-Tower-Trick. Funktioniert auch erst ab einer bestimmten Höhe mit viel Übung. Ihr fahrt die Zipline hoch und ab einer bestimmten Höhe springt ihr von der Zipline runter, dreht euch um 180 Grad und könnt euch dann an der Zipline wieder festhalten, ohne den Boden zu berühren. Es wird nicht viele Situationen geben, wo ihr das braucht, aber als Beispiel, vielleicht ihr seid auf einem Jump Tower, habt eine gewisse Höhe erreicht und stellt fest, ihr wollt gar nicht weiterfliegen, ihr wollt einfach nur ein Stück runterspringen, euch wieder festhalten, um vielleicht einen Gegner zu ärgern. Eure Teammates sind noch nicht ganz bei euch, wollt aber einfach nicht den Boden berühren. Dann lauft ihr auf die Zipline zu, ganz normal, ihr haltet euch fest, zippt hoch und haltet dann während des Vorgangs schon die nach hinten Lauftaste, in dem Fall bei einem Controller, den Analogstick nach hinten die ganze Zeit gedrückt und ab einer gewissen Höhe springt ihr ab, müsst euch sofort um 180 Grad drehen und haltet euch dann wieder fest. Das klingt kompliziert und einfach zugleich, ist aber in der Praxis gar nicht so einfach umsetzbar. Ich versuche es jetzt einfach mal vorzumachen. Wir schauen mal, ob es gleich funktioniert. Und ich zeige euch dann noch einen Clip, wo ich das dreimal hintereinander mache, ohne den Boden zu berühren. So, ich fahre jetzt hoch, halte schon nach hinten gedrückt. Jetzt springe ich ab, drehe mich um, schaue in Richtung Zipline und es hat funktioniert. Wenn ich jetzt normal abspringe, mich nicht umdrehe, lande ich verdammt weit weg von der Zipline. Also ich möchte nochmal betonen, diese Situation wird sicherlich nicht ganz so oft vorkommen, aber so ein Movement zu beherrschen ist vielleicht gar nicht so übel.